Hallo meine Lieben, hier ist Karl-Jetz von Kreatives Leben und heute möchte ich mit euch die Frage diskutieren, ja, welche Wasserfarben sollen wir als Art Journaler nutzen? Eine ganz schwierige Frage, weil wir das ganz unterschiedlich angehen als jemand, der einfach aquarelliert. Wir haben andere Ansprüche. Man kann, das ist ja der Vorteil, Wasserfarben in Tuben oder in kleine Tännchen kaufen. Und eigentlich, was ich euch empfehle, ist entweder so ein kleines Set zu kaufen und dann nach und nach zusätzliche Farben zu kaufen oder ihr kauft euch so was Leeres, das ist jetzt zum Beispiel von Bössner, und füllt es dann auf, entweder mit Fännchen, das ihr so kauft, oder wie ihr da vielleicht sehen könnt, mit Fännchen, die ihr ausgefüllt habt, mit den Inhalten der Tuben. Also, das ist das, was ich euch empfehlen würde. Ja, die Frage ist, wie soll man sich entscheiden? Und ich habe etwas gefunden, was ich sehr toll finde, und das möchte ich euch kurz zeigen, bevor ich dann auf die verschiedenen Typen von Farben gehe und euch auch sage, lohnt sich dieses Trara, was man da mit den Wasserfarben macht, lohnt es sich da zu investieren oder nicht. Schminke bietet zum Beispiel hier 140 Farben. Also das sind so kleine Wasserkupfer, und ihr seht, das ist noch ganz blank, das werde ich für euch jetzt benutzen. Da könnt ihr einfach eine Farbe nehmen, die euch gut gefällt. Wir benutzen zum Beispiel hier Brillant Rotviolett, ein bisschen feucht machen. Man kann sogar malen damit, wenn man möchte, mit der wenigen Farbe, die es da gibt. Und wenn einem die Farbe gefällt, dann kann man die kaufen. So, ihr seht das vielleicht. Ihr seht, dass da unterschiedliche Zeichen stehen. Und jede Marke hat da unterschiedliche Arten, das darzustellen, aber es gibt ein paar Sachen, die solltet ihr wissen, wenn ihr euch mit Wasserfarben auseinandersetzt. Also, was sind Wasserfarben? Wasserfarben sind Pigmente, die mit wasserlöslichen Mitteln miteinander verbunden werden, damit sie aufgetragen werden auf Papier mit Hilfe von Wasser. Und eine der Haupteigenschaften einer Wasserfarbe ist die Transparenz. Aber nicht jede Farbe ist transparent. Also ihr seht, ich habe hier ein Weiß und hier Quinacridon Azo Gold. Zwei sehr unterschiedliche Farben. Und ich habe extra einen schwarzen Strich gemacht, damit ihr seht, dass einer ist opak, also nicht transparent, ist deckend, so das ist das deutsche Wort, ist deckend, während das andere sehr transparent ist. Und das heißt, wenn ihr eine Farbe aussucht, ist das eine wichtige Information. Manchen Menschen gefällt es, wenn es opak ist, dann würde ich euch sogar empfehlen, Gouache auszuprobieren. Gouache ist sozusagen auch wasserfarbenähnlich, nur hat es andere Bindemittel dabei und dadurch wird es eben deckender, hat aber sonst ähnliche Eigenschaften wie Wasserfarben, lasse ich also wieder mit Wasser lösen. Oder wenn ihr sagt, nee, ich will das wirklich transparent, weil das ist das Interessante an den Wasserfarben, dann sucht ihr eher Farben aus, bei denen steht, dass sie transparent sind. Ich persönlich mag es, dass es unheimlich transparent ist. Das ist eine Information, die ihr findet. Die zweite Information, die habe ich hier dargestellt, das ist das Thema granulierend. Und das klingt ein bisschen komisch und das wollte ich hier mit zwei Beispielen zeigen. Ich habe hier eine Farbe, die stark granulierend ist und eine Farbe, die flach ist, also die nicht granuliert. Eine nicht granulierende Farbe ist gleichmäßig. Das heißt, hier dünnt sich es aus, aber mehr, weil ich einfach mehr Wasser hatte am Schluss. Aber die Farbpartikel verteilen sich gleichmäßig auf die Fläche, mit der ihr da malt. Hier
seht ihr, dass die Farbe sich trennt, dass kleine Grüppchen sich bilden, wo verschiedene Farben zu sehen sind. Also hier sind eher so dunkelblaue, während der Hintergrund eher rosen ist. Also das ist etwas, da müsst ihr wissen, ob ihr das mögt. Ganz viele Leute, also ganz viele Adjane mögen das nicht, weil das ja auch ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor ist. Ich liebe das. Ich liebe diese Farben, die plötzlich entstehen, die man nicht wirklich erwartet, mit denen man nicht gerechnet hat. Also es gibt eine zusätzliche Tiefe. Das ist eine zweite Information, die ihr findet. Die dritte ist Staining auf Englisch bzw. auf Deutsch abwaschbar. Und da seht ihr ungefähr, was da gemeint ist. Ich habe hier zwei Beispiele. Meistens sind so die Rot- und Violetttöne Staining. Das heißt, obwohl es Wasserfarben sind, ne, das ist ja eine Eigenschaft von Wasserfarben, man nimmt Wasser, geht drüber und kann es dann wieder reaktivieren. Ne? Also hier kann man theoretisch alles wieder auflösen. Und wenn eine Farbe gut abwaschbar ist, kann man, wenn man einen Fehler gemacht hat, die teilweise auch entfernen. Wenn eine Farbe nicht, vielleicht abwaschen vorher, nicht abwaschbar wäre, dann passiert Folgendes, das Papier behält doch eine gewisse Farbe bei. Das ist für uns vielleicht weniger wichtig, aber wenn ihr noch unsicher seid mit Wasserfarben, würde ich euch eher empfehlen, Farben zu nehmen, die eben nicht, die abwaschbar sind, damit, wenn ihr Fehler macht, ihr eben schnell korrigieren könnt. Also am besten korrigiert man, indem man ein bisschen Wasser nimmt auf seinem Pinsel, drauf geht und dann abtupft mit einem Küchenpapier. So, das ist das dritte. Und es gibt eigentlich noch eine letzte Information, die zeige ich euch nicht. Das ist das Thema Lichtechtheit. Und lichtecht ist etwas, was über Jahre, auch wenn es dann aufgehängt wird, die gleiche Farbe beibehält. Wir Art-Journaler machen unser Buch zu. Das hat fast keinen Kontakt mit Licht, nur wenn wir damit malen oder wenn wir es den Leuten zeigen. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Thema. Solltet ihr mal Wasserfarben-Experten werden und Lust haben, eure Werke zu verkaufen, dann solltet ihr unbedingt darauf achten, auf die Lichtechtheit. Aber ansonsten ist das nicht wirklich das Thema. So, das war also, um eure Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, das ist immer die große Frage, welche Farben soll ich kaufen? Und ein richtiger Wasserfarben, also ein Aquarellist, der wird nur mit den Grundfarben arbeiten. Also mit warmem Rot, warmem Blau, warmem Gelb und wird seine Farben selber mischen. Der wird auch mit kaltem Rot, kaltem Grün, also normalerweise haben die ungefähr 6 Farben, 8 Farben, je nachdem. Ich glaube, dass man als Art Journaler es relativ schnell haben will. Man will nicht lange mischen oder vielleicht nur ein bisschen mischen. Aber eigentlich will man die richtige Farbe schon haben und dann wird die aufgetragen. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich aufgrund von so einer Karte zum Beispiel sagt, ach, die Farbe fand ich schön, die fand ich schön, die fand ich schön und sich die dazu kauft. Oder wenn man auf YouTube irgendwo eine schöne Farbe entdeckt, sich die bestellt, aber nicht unbedingt da eine super Farbkonstellation zusammenstellt. Das heißt, wenn jemand wie ich eher bunte Farben mag, also ich zeige euch, wie ich das bei mir gemacht habe. So, ich muss gucken, ob es das Richtige ist. Genau. Ich habe immer mehr und mehr Wasserfarben, also ich zeige euch mal, also ich untertreibe nicht, da sind jetzt alle und da sind jetzt nur die normalen, ich habe ja noch weitere, die ich euch nachher zeige, also da sind alle meine kleinen Wasserfarbenkästchen, die ich habe und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich finde das gut, weil ich weiß, für gewisse Sachen mag ich eher dieses Kästchen, für andere Farben mag ich andere Kästchen, aber mir ist wichtig, ich stelle mir die Sachen zusammen, die ich gerne mag. Und was ihr zum Beispiel vielleicht seht, also ich versuche das jetzt ein bisschen, ich sehe nicht unbedingt, was ich euch zeige, ich hoffe, das passt alles. Dabei habe ich kein Weiß. Wasserfarben-Experten sagt, es gibt kein Weiß.
Weiß ist nur das Papier. Ich halte es eigentlich relativ ähnlich, weil ich weiß meistens mit meinen Stiften dann nachzeichne oder eben das Papier weiß halte. Und es gibt bei mir schwarz, aber ein Aquarellist zum Beispiel mischt sich dann schwarz selbst zusammen, weil es gibt, also auch dieses Schwarz ist nicht wirklich schwarz. Das ist, glaube ich, das Schwarz genau, sondern es ist eigentlich ein Dunkelgrau. Und ich habe mir die Farben zusammengestellt, basierend auf die Sachen, die ich male und auf die Farben, die ich mag. Und auf die Vielfalt, die ich mag. Also wenn ihr wisst, was ich mache unheimlich viel mit leuchtenden Farben. Dunkel, also ein leuchtendes Blau, ein tolles Violett, ein knalliges Grün. Gelb habe ich noch nicht so meine Farben gefunden, aber ein tolles Rot und so weiter. Und so habe ich meine Palette zusammengestellt. Es ist eine Mischung, also wenn ihr genau hinguckt, dann ist das zum Beispiel Winsor & Newton. Das ist zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Schminke-Wasserfarben. Es gibt solche für professionelle Wasserfarbenmaler und für Studenten. Und das ist jetzt bei mir auch gemischt. Also ich habe mir einfach die Farben ausgesucht und die ich mag, die benutze ich. So sieht das bei mir aus. Ich mag auch diese Größen sehr, vor allem wenn ich unterwegs bin. Das finde ich das Tolle an Wasserfarben. Man braucht sehr wenig, man kann das mitnehmen. Man kann sich so einen Wasserpinsel mitnehmen und dann kann man im Flugzeug, am Strand, in der Datscha, wo auch immer man ist, kann man das rausnehmen und man kann hier sogar auffüllen und dann einfach malen. Braucht nicht viel Platz und ist toll. Das finde ich auch ganz ein tolles Set. Das ist von Prima. Das bekommt man eigentlich nur zugeschickt aus Amerika. Das gibt es bei uns meines Wissens nicht. Und ich finde die Farben eigentlich okay. Ich finde den Preis auch relativ okay. Ich glaube, der hat ungefähr 20 Euro gekostet, größenordnungsmäßig. Und das ist echt toll. Ja, und da habt ihr die wichtigsten, also für mich waren das die wichtigsten Farben, dieses Opera Pink, das ist ja so ein leuchtendes Pink, was ich liebe, dieses Hellgrün, was ich ja, Laubgrün, was ich mag, all diese Farben, die man braucht. Es gibt zwar ein Schwarz und ein Weiß, was ich jetzt unnötig finde. Wenn das mein Reiseset wäre, dann würde ich die austauschen und was anderes reingeben. Was ich dann meistens mache, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, ist, gut, dann zeige ich euch ein anderes, dass ich immer ein kleines Papier, also Wasserfarbenpapier nehme, das unterteile und dann die Farbe auftrage, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie die Farbe ist. Und ihr seht, ich mache immer einen stärkeren Strich, damit man sieht, wie das dann deckender aussieht und dann lasse ich es auslaufen, damit man mal sieht, wie das dann lasiert, also transparent dann auszusehen hat. Und dann schreibe ich immer die Nummer, sofern die bekannt ist, hier zum Beispiel, weiß ich nicht, welche Nummer das ist, damit ich das bei Bedarf dann nachbestellen kann, wenn das dann ausfällt. So, das war das eine. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das, in teurere Farbe zu investieren? Und dafür brauche ich mein Farbset. Ich hatte ein Farbset. Ja. Es ist ganz schwierig, weil ich nicht immer die gleiche Farbe hatte für jede Marke. Ich habe hier versucht, ungefähr preislich zusammen zu bleiben, obwohl es nicht immer ganz stimmt. Das da, das oberste, das wollte ich euch zeigen. Das ist von meiner Tochter. Als sie noch in die Schule gegangen ist, Marke heißt Lyra, keine Ahnung, es gibt auch von Pelikan ähnliches. Sieht zwar nach Gouache aus, hat aber beim Auftrag sehr lasierend gewirkt, also sehr transparent. Deshalb gehe ich davon aus, dass das jetzt Wasserfarben sind. Aber ist ganz in Ordnung und das hat wahrscheinlich 10 Euro gekostet. Ja, also wenn ihr Lust habt, auch auszuprobieren, wichtiger ist meistens das Papier, nicht unbedingt die Farbe.
Probiert mal aus, und wenn es euch Spaß macht wie mir, dann könnt ihr in mehr investieren. Dann habe ich hier eine andere Marke genommen, und das ist eine besondere Marke, die eigentlich für das, was es ist, finde ich auch teuer, aber, und das muss ich euch zeigen, das sind die sogenannten Peerless. Diese Peerless sind Farben, die auf Papier drauf getropft werden, und dann kann man reingehen, kann ich euch vielleicht zeigen, auf der Rückseite kann man reingehen, und ich nehme jetzt mal das Blau, und dann kann man malen. Toll, oder? Ich finde das sehr schön und auch sehr praktisch für Reisemalerei. Aber, also ich habe hier zum Beispiel, ist das schon weg. Also ich müsste mir wieder ein neues Stück ausschneiden, reinkleben und so weiter. Es ist sehr schnell weg. Die Farbe ist sehr schnell weg. Es ist ähnlich, glaube ich, vom Farbinhalt wie diese Karten eigentlich. Ja, es ist super, wenn man schnell etwas dabei haben will, um schnell zu malen. Ich habe jetzt alle Farben, die ich habe, hier aufgetragen. Es ist schön, aber ich weiß nicht, ob es es wert ist. Also ich würde es euch empfehlen, wenn ihr viel so Urban Sketching macht oder viel so unterwegs seid und einfach schnell was haben wollt. So, das ist die eine Farbe. Also ich habe versucht, da ein ähnliches Rot zu nehmen. Ich würde sagen, nicht so schlecht. Dann ist das nächste dieses Winsor & Newton. Das habe ich mir gekauft, weniger wegen den Farben. Das ist Studentenqualität. Ich finde, ich habe alle Farben ausprobiert. Ich finde, das sieht man auch. Aber eins der Gründe, warum ich das gekauft habe, ist, weil ich das so toll finde. Weil das ist so ein richtiges Reiseset. Also ähnlich wie die anderen, die ich euch gezeigt habe. 12 Farben, auch toll. Der Vorteil von dieser Lösung ist, hier könnt ihr was reingeben. Dann habt ihr hier einen kleinen Pot, so, in dem die Farbe ist. Hier den Pinsel, sehr klein. Und dann könnt ihr malen und wenn ihr fertig seid, alles wieder zusammenführen und so weiter. Das Hauptproblem sind aber eher die Farben, die mitgeliefert sind. Also ich denke, dass ich wahrscheinlich hier die Farben austauschen werde durch andere, aber dieses Set beibehalten werde, weil ich das einfach super praktisch finde. Ich finde das toll und wirklich unkompliziert für Reisen. Aber man sieht hier, es ist einfach von der Qualität ähnlicher dem Hürer als was anderes. Dann wollte ich euch diese Prima zeigen. Von denen habe ich ja schon was erzählt und auch gesagt, warum ich die mag. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Sets, alle in der gleichen Größe. Das ist ja das Schöne. Die Jane Davenport hat ähnliche Größen und auch so ähnliche Sets. Also das ist vielleicht auch eine tolle Möglichkeit. Wie gesagt, dieses Set mochte ich wegen diesen 2 Farben. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Aber es gibt auch ein Set eher mit Metallics. Und eben Jane, ohne zu wissen, welche Farben es sind, benutzt die, also hat auch ähnliche Kompositionen gemacht. Also hier, das ist super praktisch, hier kann man das rausnehmen, putzen oder auch hier mischen beziehungsweise hier die Farben austauschen. Und ihr seht, die Farbe ist eigentlich ganz ordentlich. Größenordnung von dem ist, glaube ich, auch so 20-25. Dann kommen wir in die nächste Klasse, die Schminke. Horadam sind bei uns ja im Vergleich zu Amerika günstiger als die Daniel Smith zum Beispiel oder die Sennelier, weil eben die wahrscheinlich auch weniger Zölle bezahlen müssen. Ich finde die Schminkefarben einfach toll. Ich finde dieses gibt es nicht wirklich wieder. Habe ich vielleicht, also ich wollte einfach Rottöne, weil ich von dem am meisten hatte, von meisten Marken. Aber da merkt man Unterschiede, kann ich euch sagen. Also da gibt es ganz viele tolle Farben und die kriegt ihr einfach nicht bei einem Studenten-Set. Dann habe ich hier aus Japan diese Holbein. Und ich finde die auch toll. Die waren also sind auch mehr Farben, aber von der Preisklasse sind die eigentlich auch eher wie die
die Prima-Color, die Prima-Farben. Und ich fand das eigentlich nicht so schlecht. Die kommen in kleine Tuben, das habe ich mir separat gekauft und habe die dann umgefüllt, weil ich wollte nicht so viel bezahlen. Also das war jetzt Plastik, das hat jetzt nicht so viel gekostet, dieses Behältnis. Ist nicht ideal, aber ich will diese Farben sowieso nur für zu Hause benutzen und nicht auswärts gehen, darum passt das alleweil. Und ich mische, ich bin ja keine große Mischerin. Ich mische meistens meine Hautfarben, weil ich diese Hautfarben, weil die sehr opak sind, eben deckend, mag ich die nicht so. Deshalb mische ich mir das meistens ein bisschen mit Rottönen, Blautönen und ein bisschen so Braun-Erdtöne oder Gelb. Mische ich mir dir selbst. Das ist die einzige Farbe, die ich mir wirklich mische. Aber eine tolle Farbkombination, wenn man guckt. Ne? Also die wirken jetzt sehr, sehr hell, aber ich glaube, das hat eher mit dem Auftrag was zu tun als mit der Qualität. Also ähnlich wie Prima. Dann komm ich jetzt mal in die teurere Klasse. Das sind Sennelier und das ist Daniel Smith. Und Sennelier Farben sind ganz besonders, weil die auf Honigbasis sind und nicht auf Gummi Arabicum, wie die meisten anderen Farben sind. Und ich liebe die Farben. Also ich weiß nicht, ob man das sieht bei dem Rot. Es sind einfach wunderbare Farben. Also ich finde sogar dieses Warm Sepia, das ist zurzeit ein, also man sieht schon, wo ich am meisten verbraucht habe. Es ist eigentlich nur braun, nur ein dunkles Braun. Aber das ist ganz, 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 ganz toll, finde ich. Und ich mag diese Honigkomposition, das muss ich ehrlich sagen. Also das lässt, also man kann gut damit arbeiten. Ja, also das ist, vielleicht ist es nur vom Gefühl her, aber ich mag diese sehr gerne. Aber empfehle ich euch echt, erst wenn ihr sagt, Wasserfarben finde ich klasse und da will ich ein bisschen mehr investieren. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, wenn man anfängt. Also, wenn man anfängt, lohnt sich das nicht. So muss ich das sagen. So, und das dritte wollte ich zeigen, das ist, weil da habe ich nur, das ist Daniel Smith. Die werden auch in Amerika hergestellt und sind deshalb bei uns eher teurer. Ich glaube, so eine kleine Tube kann bis zu 10, je nach Farbe, 10 bis 15 Euro kosten. Und der Vorteil ist, man kann mehrere kleine Pfännchen damit füllen. Also ich arbeite nur mit sogenannten Halbpfännchen, weil ich gern viel Auswahl habe. Ne? Ich glaube, richtige Aquarellisten haben weniger Farben und arbeiten mit großen Pfännchen, mit vollen Pfännchen. Ich arbeite meistens mit diesen und ich finde dieses Rot einfach toll. Wie gesagt, wenn ich das wissenschaftlich machen möchte, dann müsste ich für euch genau den Pigment mir raussuchen und dann euch sagen, dieser Pigment ist in dieser Marke so und so und so und so. Das gibt es im Internet, das könnt ihr finden. Ich wollte euch einfach nur ein Gefühl geben, worauf ihr euch einlässt preislich. Man kann, wenn man noch nicht weiß, soll man investieren mit billigeren anfangen. Ansonsten würde ich vorschlagen, eher mit Studentenqualität anzufangen. Und dann sich einzelne Farben dazu kaufen, wenn man Lust hat. Und erst, wenn man wirklich ein bisschen wahnsinnig ist wie ich, mehr investieren. So, und dann werdet ihr euch sagen, ja, aber was ist mit all diesen Sachen? Ja, und ich nehme jetzt ganz bewusst Unterschiedliches auf. Oder gar Sprays. Ist das ein Ersatz? Und ich will jetzt ganz ehrlich sein, also ich glaube, das kann sehr wohl ein Ersatz sein, ja? Also hier habe ich, so muss ich das machen, oder? Ich muss jetzt gerade überlegen, ja. Hier habe ich Wasserfarbe, also das ist eine Schminke-Wasserfarbe aufgetragen. Dann habe ich hier ein Aquarell-Farbstift genommen, den ich hier aufgetragen habe. Dann habe ich hier eine Tombow-Marke genommen. Als nächstes, ich kann es ja vielleicht gegenüberstellen, dann seht ihr es sofort. Hier ein Intense, nee, der Intense ist da, Entschuldigung. Ein Clean Color Real Brush, so. Dann hier Neo Color 2
Und als letztes dieses von Amsterdam. Und ich sage mehr dazu. Und ihr seht, es ist alles transparent. Es reagiert alles mit Wasser. Nur ich möchte jetzt einen kleinen Test machen. Das habe ich jetzt vor längerer Zeit aufgemalt. So, dann machen wir das nochmal so, damit ihr das seht. Und wenn ich jetzt reingehe, reaktiviert sich wieder. Klar, das war ja auch richtige Wasserfarbe. Also hier aus meinem Schminkeset. Dann gehe ich hier zu diesem Aquarellstift und naja, viel reaktiviert wird da nicht, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht ist es, weil wirklich sehr wenig Pigmente da waren, müsste sich ein bisschen reaktivieren, aber das ist auch meine Erfahrung. Sie werden Aquarellstifte genannt, aber eigentlich reaktiviert sich gar nichts. Jumbo-Marker. Naja, auch nicht so toll. Dann die Kuratake. Reaktiviert sich ein bisschen mehr. Ja. Dann die Inktens, die müssten nicht reagieren. Also das Einzige, was reagiert, sind noch Pigmente, die vorher nicht aufgelöst wurden. Aber eigentlich ist es auch dafür bekannt, dass das nicht reagiert. Das gleiche hier, ja, das ist, wenn noch da was war. Aber die reagieren normalerweise auch ganz schlecht, zumal sie mal ein aufgetragen sind, sind das eher nicht abwaschbare. Und dann hier, ganz wichtig, das ist Acryltinte und das reagiert auch nicht, verständlicherweise, das ist ja Acrylfarbe. Also was ich damit zeigen wollte, ist, man kann sehr wohl arbeiten damit, man erzielt ähnliche Effekte, man muss einfach wissen, dass meistens, wenn man es meistens, wenn man es aufgetragen hat, reagiert es nicht mehr und es hat auch ganz andere Eigenschaften. Also der Vorteil zum Beispiel von so einem Stift ist, dass man unheimlich fein schreiben kann. Und das mag etwas sein, was man mag. Ja? Man kann auch hier gut auftragen. Das sieht ja auch gut aus. Ja? Also dieses ganz dünn, verdünnen muss man ja nicht. Man kann es ja so auftragen. Ja? Das ist dann eher, geht auch. Und ähnliches gilt auch mit den Tombow-Markern. Hier die Inktens, die sind super zum Schattierungen machen. Das gleiche hier mit der Neocolor 2. Oder das ist toll, wenn man eben gern, also diese Acryl-Tinten, die sind super, diese Acrylic-Ink. Wenn man einfach diesen lasierenden Effekt der Wasserfarben haben möchte, aber ohne die Reaktivität. Und das gleiche ist wahr auch hier. So, und hier habe ich Wasserfarben in flüssiger Form. Und zwar Ecoline, Dilution Ink Spray und Marabou Spray. Und ich habe die schon aufgetragen und schon trocknen lassen. Und jetzt zeige ich euch kurz, wenn ich da reingehe in Ecoline, dann kann ich das wieder bewegen. Also es reagiert gleich wie Wasserfarbe, aber es ist in flüssiger Form und sehr intensiv. Also das ist wirklich der Vorteil. Und hier gibt es garantiert keine Granulierung. Also wenn ihr das gerne möchtet, wenn ihr gerne leuchtende Farben habt, dann ist das vielleicht eine Lösung. Aber es gibt nicht so viele Farben. Hier, Dilutions reagieren auch. Das ist ja ihr Nachteil. Na, ein bisschen Wasser drüber und dann schon geht's los. Und der Marabou Spray im Gegensatz dazu ist Acrylicfarbe. Super. Also, das kann auch eine Alternative sein, wobei man eben von der Farbanzahl nicht an den 140 Pfund Schminke zum Beispiel herankommt. So, ich hatte euch gesagt, das ist das Letzte, aber mir ist noch was eingefallen, was ich ja nicht vergessen wollte, ist, wenn ihr wie ich gern Schimmer mögt, dann muss ich unbedingt mit euch über diese Farben reden. Nur ganz kurz, weil dieses Video viel zu lang schon geworden ist. Das eine sind diese Wasserfarben, eigentlich ganz billig, aber ehrlicherweise es ist auch nicht so viel Farbe drin. Man sieht hier, bin ich schon am Rand angekommen, ist schon fast leer. Und zwar handelt es sich um Yasutomo-Farben, also auch wieder
Ich habe zwar aus Amerika, aber japanische Farben natürlich und mit Schimmer. Sieht man leider immer in der Kamera nicht, aber ich kann euch versprechen, dass es was ganz Tolles. Was ich auch ganz toll finde, sind diese Gansai Tambi. Ganz super Goldfarben. Seht ihr hier, kann ich euch wärmstens empfehlen, auch weil es einfach unterschiedliche Schattierungen da gibt. Aber last but not least, wie es so schön heißt, das Beste ist für mich diese Farben hier. Das ist ja nur ein Beispiel. Das sind diese Twinkling H2O. Das sind super Farben. Ja, das sind auch Wasserfarben und auch total viel Schimmer. Und ja, wir Art-Journaler mögen es ja. Also ich mag es sehr bunt und glimmerhaft. Also ist es super. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen und ihr habt jetzt ein besseres Gefühl dafür, welche Wasserfarben ihr euch zulegen wollt. Bald ist ja Weihnachten, also vielleicht könnt ihr für den Weihnachtsmann ein paar Ideen identifizieren. Also viel Spaß beim Malen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!